Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier auf TV Schwerin. Ich habe mir heute mal wieder Daniel Meslin ins Studio eingeladen. Er ist stellvertretender Stadtpräsident und er ist Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses hier in der Landeshauptstadt Schwerin. Sie leiten außerdem noch den Aufsichtsrat der WGS. Mhm. Und da Sie auch Wirtschaftsspezialist sind, haben Sie jetzt natürlich nicht nur Sie, aber zusammen mit anderen Fraktionen natürlich auch einen Vorstoß gewagt nochmal. Es geht um das große Thema Corona-Hilfen. Da gibt es ja immer sozusagen die Formulierung, das macht doch das Land, das macht da der Bund. Schwerin ist eh klamm, ne, was Gelder anbelangt und hat da wenig Bewegungsspielraum. Sie sehen aber diese Spielräume und haben da konkrete Vorstellungen. Genau, also das ist tatsächlich so, dass Schwerin da durchaus von Corona stärker auch betroffen ist als andere Städte, weil wir haben in dem Sinne nicht groß und viele produktives Gewerbe. Das, was im Industriepark steht, ist toll und wichtig, aber es ist halt auch nicht so, dass da unzählige von tausenden Menschen arbeiten. Schwerin ist sehr stark abhängig vom Tourismus und das bedeutet, dass die Gastronomiebranche, die Hotelbranche eben extrem jetzt darunter auch zu leiden hat, weil da sind ja nicht nur Chefs, die das Ganze dirigieren und steuern und regeln, da sind viele Männer und Frauen, die da arbeiten. Und die befinden sich ja alle fast durch die Bank weg in Kurzarbeit, kriegen dadurch nur noch 60% von einem Gehalt, das nicht zu den höchsten in Deutschland gehört, wie wir alle wissen. Und wenn ich weniger Einnahme im Monat habe, teilweise gar keine, dann kann ich auch weniger einkaufen. Und der Einzelhandel, Schlossparkcenter, Marienplatzgalerie, wie sie alle heißen, die haben schon echt starke Einbrüche, sodass wir uns auch gesagt haben, Mensch, Bund und Land helfen mit vielen tollen, guten Sachen. Gerade das aktuelle Konjunkturpaket der Bundesregierung enthält ja auch viele sinnvolle Bausteine. Aber wir müssen in Schwerin auch nochmal obendrauf etwas packen, um halt auch die letzte Differenz, die da noch ist, auch eben abzufedern und abzufangen. Ja, was wäre das? Ist das Tropfen auf den heißen Stein oder sind das ganz konkrete Mittel, Finanzen, die man dann sozusagen den betroffenen Unternehmungen da auch zugutekommen lassen kann? Also es ist mehr als ein ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil ich sag mal so, ich bringe mal so ein paar Beispiele. Wir hatten in der letzten Stadtvertretung von den vier verschiedensten Fraktionen Grüne, SPD, Linke, CDU, FDP Vorschläge auf den Tisch zu verschiedensten Themen und habe mich dann auch gefreut, dass mit Henning Förster und Herrn Richter und mit mir 30 zusammengesetzt haben und sagen, Mensch, wir bringen das mal zusammen, damit wir halt wie auch in der Corona-Zeit auch danach wir noch zeigen, dass wir überparteilich zusammenarbeiten zum Wohle der Stadt. Und da sind tolle Sachen bei rausgekommen, die ein Kompromiss von allen sind. Erstes Thema ist, dass eben die Hotelbranche in Schwerin eine Bettensteuer, offiziell heißt die Übernachtungssteuer, zahlen muss, wo wir uns geeinigt haben und sagen, wir schlagen vor, für 12 Monate bis Frühling 2021 soll die Zahlung dieser Steuer ausgesetzt werden, sodass die Hotels mehr Einnahmen dann erzielen können. Zweites Thema, was wir uns vereinbart haben, ist die Gastronomen, die draußen auf den Gehwegen, Fußwegen oder auf dem Markt, wie Café Rote zum Beispiel, die dort Gastronomie anbieten, zahlen dafür Gebühren an die Stadt. Für jeden Quadratmeter, für jeden Tag. Da kommen dann am Ende des Jahres schon ein paar tausend Euro zusammen. Wir haben vereinbart, für 2 Jahre werden diesen Außengastronomiegebühren eben erlassen, komplett erlassen. Dann haben wir vereinbart, dass alle sonstigen Steuern wie Gewerbesteuer, Grundsteuer, Unternehmer, die damit Probleme haben, also die zu zahlen, sollen bis Jahresende garantiert das Recht haben, diese stunden zu können. Bisher ist es jetzt mehr so eine Planung, man will, man kann, man soll, aber wir wollen verbindlich regeln, die Gewissheit für die Unternehmerschaft, bis Jahresende könnt ihr stunden und bei, ich sag mal, krassen Fällen auch einen Antrag auf Erlass dieser Steuern zahlen. Oder eben auch ein wichtiges Thema in Orientierung an die Sparkasse im Bereich Ostmecklenburg, dass halt die Dispozinsen auf ein niedrigeres Maß befristet zurückgefahren werden sollen, damit halt die ganz normalen Schwerinerinnen und Schweriner von A bis Z, die jetzt sich verschulden, ihre Konten überziehen, nicht mehr so hohe Zinsen zahlen müssen. Und können Sie das der Sparkasse vorschreiben oder sind das bloß Vorschläge, die Sie da einreichen? Speziell der Punkt Sparkasse haben wir keine verbindliche Handhabe. Das ist in der Tat schwierig. Da setzen wir auf das Verständnis und den Dialog mit dem Vorstand, haben aber auch beschlossen oder wollen eben vereinbaren, dass im Verwaltungsrat, da sitzen 4 Vertreter von Schwerin, 4 von der Belegschaft und 4 vom Landkreis Ludwigslust. Und wir wollen an die 4 Vertreter aus Schwerin appellieren, sich im Verwaltungsrat genau für das Thema stark zu machen, in der Hoffnung, dass eben eine Mehrheit im Verwaltungsrat sagt, jawohl, greifen wir auf. Aber viel schöner ist natürlich, wenn zusammen mit dem Vorstand das Thema vorher
abgeräumt werden kann. Ja, nun hat der Schwerin ja schon angekündigt, dass man dieses Jahr auch ein noch größeres Defizit haben wird als ohnehin und dass dieses Herunterfahren der Verschuldung, die ja geplant war, Herr Badenstier, unser Oberbürgermeister, hat ja da einen Plan aufgestellt, dass der vielleicht um 1-2 Jahre zurückgestellt werden muss. Sagen Sie jetzt, da kann ruhig noch eine Schippe obendrauf, jetzt müssen wir helfen? Ja, nur ich würde die Formulierung nicht wählen, da kann ruhig noch eine Schippe drauf, damit nicht der Eindruck entsteht, so nach dem Motto, ich habe hier eine Druckerpresse oder Herr Badenschier oder wer auch immer und dann pressen wir einfach das Geld neu, sondern es ist in der Tat so, wir müssen aus meiner Sicht bereit sein, mehr Geld auszugeben als geplant. Die Verschuldung steigt, die erhoffte Entschuldung verschiebt sich vielleicht sogar um 2-3 Jahre. Aber das muss es uns wert sein, weil am Ende des Tages, wenn ich jetzt nicht verhindere, dass Gastronomen pleite gehen, deren Mitarbeiterin demzufolge arbeitslos, wenn die in Hartz IV rutschen, die Stadt zahlt dann die Wohnungskosten, ob sie will oder nicht. Insofern bin ich der Meinung, es ist sehr gut investiertes Geld, Pleiten zu verhindern, weil ich dann noch viel mehr Geld ausgeben muss, wenn ich mich dann jetzt nicht auf die Socken mache. Das macht durchaus Sinn. Herr Meslin, wir hatten ja immer wieder darüber berichtet, auch dass natürlich auch die Stadtvertretung ja teilweise ausgesetzt war, dass Beschlüsse im Umlaufverfahren getroffen wurden. Was hatten Sie für einen Eindruck? Wie waren die Zusammenarbeit der Fraktion untereinander und natürlich auch mit dem Oberbürgermeister? Haben Sie sich da immer gut informiert gefühlt in den letzten Wochen? Ja, also das lief sehr gut und ich kann nicht in die anderen Städte schauen und nur hoffen, dass es dort auch so gut gelaufen ist, weil hier war es ja so, dass eben in diesen gesamten, ich sag mal, 6 krassen Wochen von Corona, also von Mitte März bis Ende April, hat der Oberbürgermeister 2-mal die Woche zusammen mit dem Stadtpräsidenten eine Telefonkonferenz stattfinden lassen, wo die Fraktionsvorsitzenden und die Vizepräsidenten eben mit eingebunden waren. Da wurde über alle Themen gesprochen, da konnten alle Fragen auch geäußert werden, sodass in der nächsten Schalte die Antworten gekommen sind. Das war schon toll und auch bezeichnend und für mich persönlich eher überraschend positiv, weil wer mal Livestream geguckt hat oder in der Stadtvertretung live vor Ort war, der weiß, da fliegen teilweise echt die Fetzen. Und da hätte man vielleicht nicht gedacht, dass es auch mal möglich ist, dass wirklich alle Fraktionen zusammen sich so konstruktiv gezeigt haben. Und das darf auch gerne so bleiben, finde ich, gerade bei schwergewichtigen Themen wie jetzt Corona. Wie helfen wir der Schweriner Stadtgesellschaft? Aus Ihren Erfahrungen nochmal natürlich auch als Abgeordneter in der Stadtvertretung, was war so ein prägendes, vielleicht auch persönliches Erlebnis, was Sie aus dieser Zeit jetzt, aus den letzten Wochen oder Monaten auch mitnehmen, was auch bleibt, wo Sie sagen, okay, daran werde ich mich vielleicht bis ans Ende meines Lebens erinnern? Das ist in der Tat der, ich sag mal, die krasseste Lockdown-Phase, die bis Ostern gegangen ist. Das muss ich ehrlich sagen, als das losging Mitte März, da hatte ich irgendwie nicht wirklich vermutet, wie krass das im Alltag sich auswirkt. Dass du dann durchs Schlossparkcenter gehst, mitten am Tag, und da ist dunkel, da brennt kein Licht, dass dann eben die Straßen gähnend leer sind, dass man niemanden mehr treffen darf. Und dass in der Tat erstmal dieses Gefühl war, bevor Mediziner wirklich was wussten, ist das sowas Ähnliches wie ein dauerhaftes, wie eine Pest, wie ein Krebsgeschwür. Wir hatten ja alle nicht gewusst, oh Gott, was, wie geht das hier aus? Weil ja tatsächlich auch für jedes Bundesland zigtausende kranke Patienten gemutmaßt wurden. Dass es Gott sei Dank anders ausging, ist schön. Aber das war schon heftig. Das hätte ich nie gedacht, dass man so in seinem Alltag, in seinen Freiheiten eingeschränkt werden kann im Jahre 2020. Ja, sprechen wir aber zum Schluss nochmal über die angenehmen Seiten des Lebens auch. Welche Lockerungen wünschen Sie sich für die nächsten Wochen? Was sagen Sie natürlich auch, wo Sie vielleicht sagen können, das würde ich mal wieder liebend gerne machen? Ja, also ich persönlich würde mir wünschen und ich würde es auch gut finden, wenn möglichst jetzt in Richtung Thüringen und Sachsen, dass das mehr so die deutschlandweite Strategie wird, hin zu den G-Booten, weg von den Fährbooten, weil ich auch Angst habe, unabhängig davon, dass da auch Arbeitsplätze dranhängen, dass die Menschen, sage ich jetzt mal so, diese Freude am Leben, die man auch mehr wahrgenommen hat, dieses fröhliche Beisammensein in den Kneipen, auf den Spielplätzen, am Strand, dass jetzt die Angst darf sich nicht nachhaltig in den Köpfen festsetzen. Das wäre wirklich ganz schlimm für die Gesellschaft. Und deshalb würde ich mir auch wünschen, dass auch ganz offen gesagt wird, wenn die krassen Zahlen jetzt alle weg sind und vorbei sind, dass man auch offensiv darüber spricht, Leute, ihr könnt wieder raus, seid fröhlich, geht essen, geht trinken, habt Spaß im Leben, dass man auch Veranstaltungen bis 1000 Menschen wieder erlaubt, dass man dann sagt, dann ist eben Volleyball wenigstens mit 1000 Leuten erlaubt und nicht gar nicht mehr, nur weil da sonst 2000 drin sitzen. Dass wir möglichst wegkommen von diesen ganzen kleinen, detaillierten, vielen Verboten, sondern sagt, grundsätzlich ist jetzt wieder alles wie vorher und es gibt nur noch einzelne Ausnahmen, wo wirklich krasse Sachen sind. Ich sage nur, Popkonzerte würde ich mir auch gern wünschen,
zusammen singen mit anderen bei tollen Stars wie Roland Kaiser oder Rammstein. Aber das ist eine Geschichte, das verstehe ich dann auch, wenn das erstmal noch so bleiben muss. Herr Meslin, vielen Dank an dieser Stelle für das Gespräch. Liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und wir melden uns natürlich hier wieder zum nächsten Interview der Woche. Tschüss.